und willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute sind wir hier bei einem alten verlassenen Kraftwerk und wir sehen uns gleich. So Leute, wir sind jetzt hier im Gelände des Kraftwerkes angekommen und hier wurde anscheinend früher immer so mit den LKWs was geliefert und hier abgeholt. Ne? Da steht noch ein Stuhl. Gott, Leute, selbst der Himmel ist schon apokalyptisch. Hier, das passt voll, wenn wir hier reingehen. Es grollt hier richtig, vielleicht hört ihr das nicht. Es macht so richtig bum, bum, bum. Wie als wäre eure Oma nachts aus dem Bett gefallen. Ihr würdet unter eine Etage darunter schlafen. So hier, aber so bam. Hallo. Oh mein Gott, Leute. Das halt hier ja voll. Ja, es ist natürlich auch eine große Halle, ne? Hallo! Ah, das Echo geht noch voll weit, Leute. Und da oben hatten sie wie so ein Raumschiff, um da Sachen hin und her zu transportieren zu können. Sieht richtig krass aus, dieses Raumschiff. Oder was auch immer das ist. Und Leute, was ist da vorne? Was ist das wohl? Sehr mysteriös. So Leute, und hier geht's runter. Und ich glaube, hier sind noch andere Leute drin, weil vorhin habe ich so ein gehört. Und zwischendrin können wir ja schon mal Hallo oder so schreien, ne? Und Leute, das ist auch richtig creepy, weil man hört auch das Gewitter richtig, wie es so grollt, ne? Da hinten habe ich schon gesehen, dass sich was bewegt hat, in dieser dunklen Halle da hinten. Naja. Und Leute, guck mal da, wo ihr jetzt gerade seid, ne? Das ist auch noch mal interessant, weil in dieser Halle einfach noch so ein Haus ist. Wer baut denn in der Halle so ein Haus? Also ich würde da nicht gerne wohnen. So Leute, und hier geht es anscheinend in dieses Hallenhaus rein. Sehr interessant. Hier wurde anscheinend auch schon ein bisschen was verwüstet. Hier auch wurde schon eingetreten und so, ne? So Leute, und guck mal, hier haben wieder Leute richtig toll gesprayt. Hier auch nochmal mit diesen Weißen, das soll auch alles nochmal so einen gewissen Glanz geben. Und hier auch nochmal dahinter mit diesen Sternen, mit diesen funkelnden Sternen. Genau. So Leute, das sollte hier ein Kernkraftwerk werden und hier sollten anscheinend immer die Stäbe reingeschmissen werden. Und, oh mein Gott, Leute, ist einer. Ja, Leute, oh ne, es sind Feuerlöscher. Leute, wir sind hier durch die verbotene Tür gegangen. Eigentlich wurde das hier alles abgesperrt, aber da war noch ein Loch im Zaun drin und ich glaube, hier sind noch irgendwo andere Leute drin und die wollen uns so ein bisschen erschrecken oder zumindest mich. So Leute, dann gehen wir jetzt mal in diese Halle rein. Leute, guck mal. Wir haben hier so eine riesen Garage wieder haben. Guck mal, das ist doch absurd. Da sind hier wohl extra hohe LKWs langfahren muss und dann dass er extra noch mal nach oben so mehr Platz ist und so, ne? Das ist hier voll apokalyptisch. Weil mit diesem Wetter
Und im Hintergrund hört man nochmal das, das Grollen. Da oben ist wieder so ein komisches Treppenlift. Was weiß ich, Fahrzeug. Nicht ums. Hier waren schon Leute auf den Dächern und haben hier auch noch ein paar Fenster eingeschmissen. Ne? Ja, jetzt regnet es ja runter und ich habe gerade einen Tropfen abgekriegt. Ah, Leute, ich will noch nicht. Ja, guckt mal hier. Das finde ich ja mal wohl richtig gut gesprayt. Das ist mit Abstand das Beste, was ich heute hier gesehen habe. Hier ist vergiftetes Wasser. Guck mal. Da oben regnet es rein, das füllt sich so ganz langsam, ne? Aber dann irgendwann füllt das hier über mit dem ganzen Wasser. Oha, sheesh. Guck mal, Leute, Steine werfen. Boom. Okay, boom. Boom. Sind da Unterwasser-Dinosaurier drin? Wir probieren mal das aus. Und zwar, indem wir uns einen Stein nehmen und dann schmeißen wir den jetzt auf alle verschiedenen Ecken. Natürlich kann er flüchten, aber trotzdem, ne, geht er dann zum anderen Ort und denkt das dann nicht so, ne? Und dann am Ende ist er nur in eine Ecke eingezinkt. Versteht ihr das? Ich bin schlau, ne? So, fangen wir direkt mal mit der ersten Ecke an. Nee, noch nicht. Noch nicht, nee. Hier bei der anderen Ecke. Ah, da sind wir ihnen schon ein bisschen näher gekommen. Vielleicht jetzt aber bei der dritten. Warte, nehmen wir gerade mal einen Stein. Oh. So. Dann müssen wir einmal da vorne hin und gucken wir mal, Leute. Leute, alle guten Dinge sind drei. Jetzt einfach von hier. Wir haben ihn, Leute, wir haben ihn. Jetzt so schnell Taucherausrüstung holen. Und dann den Dinosaurier schnappen. Und Leute, ihr wisst ja, ich liebe Natur, ne? Und guckt mal, die Natur holt sich hier schon wieder langsam was zurück, ne? Sehr langsam. Guck, da oben haben sie genügend Wasser, ne? Sonnenschein. Nächste Halle. Guck mal hier. Mit der Leiter kann man zu den Krähen hochgehen. Wollen wir da mal hoch, Leute? Ich merke schon, dass ihr Bock habt, ne? Gut, wisst ihr was? Wir gehen da hoch. Erste Sprosse ist schon mal weg. Das wackelt aber ganz schön, Leute. Sehr gut. Leute, ich habe jetzt doch beschlossen, dass ich da nicht mehr hochgehe. Nicht, weil ich Angst habe. Ich wäre da gerne mit euch hochgegangen. Aber diese Leiter wackelt richtig. Guckt. Und wenn ich dann da oben bin und die abbricht, ne, ist ja auch nicht gerade perfekt. Diese Leiter, weil da irgendwie der Boden wegbricht, ne? Ja, es tut mir leid, Leute, aber die Vorsicht geht halt vor. Und hier waren anscheinend so ein paar Kiddies, ne? Und die haben sich ja das Material zusammengesucht.
hier noch mit so einer Sprosse, ja. Und dann haben die einfach immer ihr Skateboard genommen. Sind die sich hier immer so rumgeskatet, ne? Guckt. Leute, kommt mal mit. Und Leute, wir sind jetzt schon am Ende des Videos angelangt. Hier ist doch auch noch eine ganz gute Stelle. Hier ist auch noch die Wand frei. Hier können wir doch das Zeichen hinmachen. Das neue Zeichen. So, für die Leute, die es doch nicht mitbekommen haben, das ist unser neues Zeichen, ja. Damit ihr schon mal Bescheid wisst, das ist nicht mehr das hier, das was wir schon kennen. Das ist jetzt das geworden. Damit ihr Bescheid wisst. Leute, nicht wundern, warum wir hier sind. Der Alarm ist gerade angegangen. Wir sind gerannt um unser Leben. Ich habe mich noch auf die Fresse gelegt. Wir sind durch das Glas gesprungen. Als gäbe es kein. Als würde 10 Sekunden da eine Mauer drumherum fallen. Wir sind gesprintet wie noch nie. Plötzlich ging das Alarm an. Wir waren so ganz gechillt und dann. Der Alarm. Den Spiegel konnte ich leider nicht mitnehmen.